Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde D-Scan. Und wir sind immer noch im Milizencamp. Logischerweise. Gestern haben wir das Wiedersehen mit Sarah erlebt. Und ich bin gerade mal hier auf dem Weg zum Colonel. Dem sollen wir reden. Ich habe aber gerade hier so einen Wachturm gesehen und ja, haben wir einen wunderschönen Blick über den See, über das Tal, über das Camp. Deshalb bin ich einfach mal hier hochgelaufen. Gut, geht natürlich wieder runter. Und dann laufen wir mal zum Colonel hoch und gucken, was er uns zu berichten hat, was er von uns will. Ich hätte auch mit dem Motorrad, glaube ich, hier hochfahren können, aber ich bin mir gerade nicht sicher, wo es steht. Ich hoffe nur, dass wir dann nicht wieder den ganzen Weg zurücklaufen müssen, sondern dass wir irgendwie das anders gelöst haben. So, da steht es natürlich ganz oben am Gipfel, der Kerl. Bin ich jetzt vorbeigelaufen? Ne, ich laufe einmal ringsrum. Der Weg führt uns halt, wie das bei Bergen so ist, einmal um den Berg ringsrum. Ja, der hat sogar hier oben nicht Fahrzeuge stehen. Ob die noch fahren, weiß ich nicht. Haben sie hier einen großen, dicken, gelben Schlauch. Ja, gucken wir mal. Oh, Blümchen. Was er von uns will. Corporal St. John, richtig? Ja, Sir. Hör rein. Ich trinke gerade einen Tee. Kräuter. Ein Geschenk von Lieutenant Whittaker. Möchten Sie probieren? Er ist sehr gut für die Verdauung. Nein, Sir. Danke, Sir. Ich war nur auf der Suche nach dem Dienstplan. Ich habe einen Auftrag für Sie. Männer, Corporal. Nicht, dass Sie diesen Namen noch verdienen. Sie haben eine von uns. Lieutenant Justin Norwood. Gute Offizierin. Und Sie haben sie, also... Ja, ich bringe sie zurück, Sir. Mit Männern wie Ihnen erobern wir die Welt zurück. Wegtreten. So, ist er der Meinung. Oh, das hat schon ein bisschen mehr Vertrauen gegeben. Aber die Story ist noch längst nicht zu Ende. Gut, wo geht's hin? Was ist unsere nächste Aufgabe? Da hinfahren zu der Mine. Curry und St. John, kommen. Ich habe noch einen Job für Sie. Kommen Sie zum Diamond Lake Außenposten. Verstanden, Captain. St. John, Ende. Dann machen wir das halt so. Da steht unser Bike. Unser Bike steht ganz da unten. Und wir sollen dahin. Das ist auch gar nicht so weit von der Mine weg. Das. Okay. Gut. Jetzt sind wir in der misslichen Lage, dass wir doch tatsächlich wieder runterlaufen müssen. Ach ja, Jemine. Wir sollen zum Camp zurückkehren. Ja. Zu dem Außenposten sozusagen. Diamond Lake Camp. Jetzt sind wir ja am Hauptquartier. Wie heißt's? Wizard Island Camp sind wir hier. Rechts unten steht's. Das habe ich abgeguckt. Das habe ich mir nicht gemerkt. Nur falls sich jemand wundert. Gut. Hier ist der Aussichtsturm. Wachturm, wie auch immer. Wäre erstmal mit dem Bike hochgefahren. Naja gut, kann man vorher nicht wissen. Ist auch ungewöhnlich, dass man innerhalb des Camps mit dem Bike fährt.
So, jetzt muss ich erstmal nochmal auf die Karte schauen. Wo sind wir denn jetzt? Irgendwo da unten muss es sein. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Zeit ich reinstecken will, wie viel Aufwand, hier Vertrauen zu erreichen. Corporal, Das ist der hast du Mechaniker, was? das gucken wir uns auf jeden Hey, Fall mal Sir. an. Ich bin Was Cade. der hat, Tank Cade ist von voll Vincent. vollständig repariert Ich und bin Sergeant. Erweiterungen können wir hier Ja, nicht gerade angekommen. kaufen. Oh, cool, Mann. Hey, hör zu. Wenn du was für dein Bike brauchst, komm zu mir. Also ganz unter uns. Lucas, der Kanadier drüben beim Diamond Lake, der rippt dich ab, Mann. Okay, ich werde es mir merken. Okay, sehr gut. Aber wie gesagt, hier gibt es nur tanken und reparieren. Also, Das hatten wir doch in einem anderen Camp schon mal. Da steht unser Bike. Corporal, bis später. Beruhigend, dass es da ist und offensichtlich noch ganz. Ja, also rauf aufs Bike, wir fahren dahin. Wir machen die Tour gemeinsam. Jetzt müssen wir bloß einen Ausgang finden. Ah, da geht's lang. Denn in dem Gebiet waren wir noch nicht allzu viel unterwegs. Und da können wir gerne uns die Landschaft noch ein bisschen angucken, das Gebiet erkunden. Und die 500 Meter, die wir fahren sollen, sind ja jetzt auch kein so gigantisch großer Weg. St. John! Corporal St. John! Sperr mal die Ohren auf! Ey, so geht dieses Ding? Das Funkgerät geht nicht, Mann. Taylor, ja, das Ding funktioniert. Was geht's? Dicken St. John! Hey, ich meine, tja, nicht. Ich wollte nur mal hören, wie es läuft. Habt ihr seit der Vereinigung nicht gesehen? Das war krass, oder? Taylor, weißt du was? Ich bin beschäftigt. Was? Hey, was zum Teufel? Wo bist du angeteilt? Ich bin in der Infanterie oder so. Ich brenne Nester nieder und viele Bäume. Sowas halt. Also, Mann, sorry. Was machst du? Naja, ich fahr da raus in die Außenwelt, suche Vorräte für die Offiziere, die dann was auch immer damit machen. Scheiße, davon habe ich gehört. Ja, die bauen Biowaffen und Chemiewaffen und so ein Zeug, ne? Fackeln die Freaks ab, oder? Ja, hör zu, Taylor, ich muss los. Na schön, ey. Hey, hör zu, ich habe Zweifel an der ganzen Sache. Außerdem den ganzen Militärscheiß, weißt du? Na, Taylor, welchen Kanal nutzt du? Bist du sicher, dass du nicht abgehört wirst? Ach du Scheiße. Das kannst du laut sagen. Ich muss los. St. John, Ende. Tja, da muss man sich schon überlegen, was man wann wem sagt. Gerade über Funk. Aber gut, wir werden sehen. Corporal Deacon St. John. Hey, sperr mal die Ohren auf. Er gehört zu Captain Curry. Taylor, was brauchst du diesmal? Da bist du ja. Okay. Ich weiß jetzt, wie das Ding funktioniert. Mit sicherem Kanal und so. Also, wie läuft's, Mann? Taylor, ich hab grad zu tun, also. Ja, tut mir leid, Mann. Also, angeblich gelangen Drogen ins Camp. Direkt vor der Nase des Colonels. Echt gutes Zeug. Hast du schon davon gehört? Ich nehme keine Drogen, Taylor. Also nein, ich weiß gar nichts. Warum? Nein, ich auch nicht, nein. Es ist nur einer von den neuen Rekruten, hat sich verdächtig verhalten. Fährt ständig ins Camp und wieder raus. Ich folge ihm, was ihm das hervorhat. Verdammt, Taylor, hör mir zu. Geh einfach zu Corey, der kümmert sich darum. Hast du verstanden? Klar, schon gut. Ja, okay, Sir. St. John, wir hören uns später. Okay, Ende. Na, da haben wir einen tollen Freund gefunden. Aber für mich klingt Taylor irgendwie, als ob er selber auf Droge ist. Aber mal schauen. So, mal gucken, was der Mechaniker hat. Oh, der hat auf jeden Fall. Lucas Monroe. Ja, ich bin gerade erst angekommen, Deacon St. John. Tja, okay, hier können wir noch weiter aufrüsten. Ich habe alle möglichen Motorradteile, wenn du Punkte hast. Ja, danke. Aber dazu bräuchten wir Vertrauen. Okay, das könnten wir schon kaufen, wenn wir genug Kreditpunkte hätten. Den können wir nie kaufen, aber die könnten wir kaufen. Schön.
Tja, da haben wir gerade ein bisschen wenig Kreditpunkte. Müssen wir erstmal ein paar Missionen machen. Aber das, man Scheiße, sieht, du es schaust ist nicht noch gut aus. nicht am Ende. Wir können noch weiter aufrüsten. Den könnte man tatsächlich kaufen. Wasserschadenverminderung. Wasserschaden. Wollen wir das kaufen? Naja, gut. Okay. Weil wir es kaufen können. Gut, die anderen Sachen gucken wir uns jetzt nicht Alles an. klar. Also, hier kriegen wir Aufrüstung für unser Bike. Das ist schon mal gut. Und wo sollen wir hin? Wir Bis sollen mit dann, irgendjemandem Corporal. reden. Wo ist er denn? Dein Bike im Auge, okay? Ja. Derrick Corey. Aber wieso hat er den Ring von Sarah? Ach so, weil die ja alles Schmuck abgeben mussten. Corporal. Gut, ich brauche Ihre einzigartigen Fähigkeiten. Na klar, ja, Sir. Erinnern Sie sich an Vasquez? Der Fahnenflüchtige, ja, wir verfolgten ihn zu diesem Holzfällerlager, ich erinnere mich. Tja, dieser Mann, Sergeant Lee Anderson, war sein Partner. Er sollte verhaftet werden, tötete aber eine Wache und floh. Ah, toller Ehrenkodex bei Ihren Männern. Unseren Männern. Sie gehören jetzt zu uns. Wissen Sie noch? Ich habe seinen letzten Standort auf Ihrer Karte markiert. Und wie Vasquez ist er nicht allein. Großartig. Okay. Dann machen wir das. Ach je, nochmal quer durch die Karte über die Map fahren. Machen Corporal, wir trotzdem zusammen, würde ich kann ich sagen. dienen? Sarge. Ist auch nicht so weit und wir kennen das Gebiet noch nicht, so Moment, da wir es ich ein mach bisschen schon. kennen. Kommt ein bisschen, ups, dann lach. Kommt ein bisschen in Stimmung hier. Oh, Copeland ist ja zu empfangen. Oh Gott, sogar hier unten kann man den beschissenen Radio Free Oregon nicht entkommen. Tja, ich werde erstmal versuchen, ein bisschen dem Scharfschützen aus der Schussbahn zu gehen. So, hier kann er mich nie treffen und dann kann ich mich mit den Kollegen hier duellieren. Nee, geh mal weg da, genau. Hey. Gut. Das war die einfache Übung, denn Scharfschützen müssen wir noch aufhalten, ausschalten. So rum wird's was. Deegan hat er schon gesagt. Hat sich ja schon darüber beschwert, dass man den Koblenz sogar hier hören kann. Und da bin ich irgendwie seiner Meinung. Unser Bike ist getroffen, das ist überhaupt nie lustig. Und unser Baseballschläger hat auch ein bisschen was abbekommen. Deshalb werde ich ihn erstmal reparieren. So. Müssen wir mal gucken, ob wir den. Gott, finden wir nicht. Da gibt es erstmal Benzin, das ist schon mal gut zu wissen.
Der muss ja irgendwo oben im Baum sitzen. Ich hab was gesehen. Ich krieg dich. Ah, dort sitzt er. Alles klar. Genau genommen steht er ja. Ja, jetzt habe ich dich. Ach, dort ist er. Autsch. Na, haben wir ihn jetzt endlich mal. Wie viele Kopfschüsse willst du ihm noch verpassen? Fällt er nie runter? Okay, er fällt nicht runter. Gut, also Hinterhalte gibt es hier auch. Irgendwo liegt unser Motorrad im Schmutz. Hier habe ich alles aufgesammelt, was aufzusammeln geht. Boah. Ich hatte den Scharfschützen, den Strahl, schon rechtzeitig gesehen. Hab dann aber gedacht, ich kann dem irgendwie ausweichen. Sieht nicht allzu übel aus. Hat nicht funktioniert. Gut. Und dann natürlich nebenbei auch noch von Copeland ein bisschen abgelenkt gewesen. In seiner Rede, die er da gehalten hat. Hab nicht allzu viel mitbekommen am Ende. Ja. Captain Curry, ich bin an Sergeant Andersons letztem Standort. Okay, Anderson. Dann kann's ja jetzt losgehen. Er muss hier irgendwo sein. Wo zum Teufel ist er? Gut, ich steige ab. Wir lösen das Problem. Okay. Ja, irgendwo soll er sein. Das klingt eher wie Wasserrauschen. Nicht hier lang. Nein, natürlich nicht dort lang. Wann würdest du mal versuchen können? Meine Güte, was habe ich denn übersehen? Irgendwas muss ich übersehen. Ja, so. Oh, auf den Stein kommt man nie hoch, oder? Nö.
Ja, sagt's doch einmal. Was ist denn da los? Da drüben habe ich gerade erstmal eine Karte, also ich habe eine Tafel gesehen, die nehmen wir mit. Ach hier, hier ist die Lupe. Na sagt das doch einer. Okay. Was haben wir denn da? Oh Mist. Wölfe. Lecker. Ein Bär? Okay, schauen wir uns mal um. Da waren vor uns gerade Markierungen. Uiuiui. Nimm erstmal den Schrott mit, falls du das dann nicht mehr kannst. Wo lang? Anderson gepackt. Wie soll ich jetzt an meine Beute kommen? Okay. Was sagt mir, ich soll hier lang laufen? Oder nicht? Ich stehe gerade total auf dem Schlauch, Leute, ihr merkt das. Da sammeln wir zumindest ein, was einzusammeln geht. Da waren wir schon drin, oder? Gut. Wir gehen Spuren lang, aber die gehen doch in die falsche Richtung. Jetzt sind wir wieder auf der richtigen Fährte. Jetzt passt das wieder. Ich weiß zwar nicht, warum wir den Bären hinterherlaufen. Ouch. Dead Coyote Lava Höhle. Bei so einem Namen kann ja nichts schief gehen, oder? Nö. Nomads, wie lange seid ihr schon hier, hä? Legt Hinterhalte, überfallt Versorgungstrupps. Oh, ich muss irgendwie einen anderen Weg in diese Höhle reinfinden. Okay. Du hast daneben gehauen? Ach nee, der ist schon tot. Ich wollte nämlich gerade einen Blick auf die Map werfen. So, hier ist das Hinterhaltcamp, was er jetzt gerade entdeckt hat. Hier sind wir. Und wo müssen wir jetzt hin? Einmal hier außen rum. Versuche die Jägerhöhle. Das ist die Jägerhöhle. Ich muss in diese Höhle rein. Irgendwie. Okay, da geht's weiter. Oh, was ist das hier? Ein Alarm. Habe ich den ausgelöst? Explodiert gleich irgendwas? Ein
weiterer Nero-Mikrorekorder. Weltnotiz 1463. Ich weiß nicht, ob ich das anhören möchte. Wir sind bei Position 301. Der Dead Coyote Lava. Ironischerweise so genannt, weil wir hier die Überreste eines Canis Lupus Mutans. So, ihr könnt gerne unten mitlegen. Ich muss mich entscheiden, ob ich Gesundheit oder Ausdauer nehme. Ich entscheide mich heute für Ausdauer. Besser leben mit Chemie. Von Spezies zu Spezies? Ja, ich meine, wir haben Katzen, Hunde, Vögel, diese Wölfe. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Wissen Sie, was eine zoonotische neuroinvasive Krankheit ist, Corporal? Nee, kein Schimmer. Denken Sie an Tollwut. Genau wie der Hooligan-Virus. Wird Tollwut durch Kontakt mit Flüssigkeit übertragen? Speichel, Blut, Samen? Wie ekelhaft. Er infiziert zwar vornehmlich Säuger, aber Laborkulturen haben gezeigt, dass er auch Vögel, Reptilien und sogar Insekten infizieren kann. Wissen Sie, wie viele Säugetierarten es gibt? Eine Menge, schätze ich. Ja, eine Menge. 5488, um genau zu sein, je nachdem, wen man fragt. Alle von ihnen, Katzen, Kaninchen, Hunde, Stinktiere, Opossums, Füchse, Affen, Igel und ja, Wölfe, können infiziert werden und den Virus verbreiten. Mein Gott, was bedeutet das? Für uns meine ich. Sehen Sie sich die Muskulatur dieses Objekts an. Die geschwollenen und gedehnten supraglenoiden Tuberkel, die ulnare und radiale Tuberositas. Ein normaler Wolf, der kann 50 bis 60 Kilometer pro Stunde rennen. Der Bursche hier, der schafft fast 100. Und er könnte dabei den Reifen eines Motorrades zerkauen. Was das für uns bedeutet, Corporal, ist, dass wir froh sein sollten, dass die meisten Säuger aussterben. Besser die als wir. Kommen Sie, verschwinden wir von hier. Mehr Beute. Gut, jetzt war ich ein bisschen abgelenkt. Ich habe ein bisschen zugehört und den Text gelesen. Und konnte deshalb jetzt die Wölfe nicht so gut mich darum kümmern. Nebenbei sollen wir die Höhle natürlich absuchen. Okay. Oh oh. Viele Wölfe. Da ist noch einer. Da hinten ist eine Lampe. Aber ich gucke erst noch mal, was es hier zu holen gibt. Die Flasche. Inventar voll. Alles klar. So. Jetzt müssten wir ja langsam aber sicher alle Wölfe gefunden haben. Ich dachte, ich kann noch zuerst zuschlagen. Hast du noch deine Milizarmbänder? Da liegt auch noch jemand. Kommst du dort durch? Nee, ne? Da gehen wir nochmal zurück. Ich denke, viele Wölfe durften ja nicht mehr sein. Passt du hier nie durch? Oh nee, Leute. Okay. Weiß jetzt gerade nicht, wo er liegt, wo dieser liegt. Nö, okay, kriege ich jetzt nicht zusammen. Dann gehen wir dort wieder hin, da war ja ein Ausgang aus der Höhle.
Was ist denn los? Verstolpert. Da hinten ist noch ein Dreieck gewesen. Eine Markierung. So, wo müssen wir jetzt durch? Da hoch, genau. Zack. Ist da. Und hier geht's raus. Und da ist nochmal einer. Wieder hat er mich zuerst gebissen. Verdammt. So, wo stehen wir denn jetzt? Ach, nö. Oh, Scheiße. Rager, verdammt. Vielleicht kann ich vorbeischleichen. Muss ich? Mit dem will ich mich jetzt nicht anlegen. Wo steht denn das Motorrad? Da hinten. Wie komme ich denn überhaupt hier runter? Kühner Sprung. Beischleichen ist eine sehr gute Idee. Nur, dass der irgendwie in dieselbe Richtung läuft, wie mein Motorrad steht. Hat er mich entdeckt? Wird mir auch ein Feind angezeigt, aber ich kann gerade nicht erkennen, was es für einer ist. Da haben mir gerade überall Feinde angezeigt. Verdammt. Hier gibt es Munition. Sind das die Vögel? Könnt ihr mich die Vögel auch angreifen? Ei, doch, das sind die Vögel. Brauche ich Munition? Ich weiß es gerade nicht. So, jetzt mal schauen, wo habe ich mein Moped hingestellt? Natürlich auf der anderen Seite. Na, hier gibt es Lavendel. Das hat uns Sarah beigebracht. Und dann schnell aufs Bike und nichts wie weg. Wo müssen wir hin? Da runter? Alles klar. Gut, dem sind wir entkommen. Wunderbar. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht auf die Zeit geachtet. Ich weiß gar nicht, wie lang die Folge jetzt schon ist. Was war das? Irgendein Zufallsevent? Blau markiert. Lassen wir heute mal links liegen. Geht zurück. Gut, wie gesagt, ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie lang die Folge schon ist. Autsch! So. Hey. Nee. Jetzt nicht sterben. Sowas aber auch. Dann werde ich den erstmal reparieren müssen.
Ist nie. Sieht man aber auch nie. Hat man keine Chance. Wenn man die Dinger sieht, dann ist es schon zu spät. Dann ist man reingefahren. Jetzt ist mein Bike natürlich wieder beschädigt. War hier auch ein Scharfschütze in der Nähe? Nein, ne? Na schön. Gut, mit dieser kleinen Schrecksekunde würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.